Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich einen Panzer vom Dr. Stahlzerstörer eingeschickt bekommen. Ja, um den immer mal wieder sich die Frage dreht, taugt er denn was? Soll ich ihn mir kaufen oder nehme ich lieber einen der neueren Panzer, die es so nach ihm im Spiel gegeben hat? Denn eigentlich ist der T-34 ein richtiger Oldie. So lange wie es den schon im Spiel gibt, kann man schon fast gar nicht mehr erzählen. Ein uraltes Gerät, aber immer mal wieder interessant. Was zu dem Panzer zu erzählen ist, ist erstmal ganz wichtig, der Turm. Der Turm, richtig schön hart, richtig schön solide. Da macht Spaß, wenn man mit dem Turm arbeiten kann und die Leute drauf schießen, denn da kommt kaum was durch. Unangenehm ist eher hier unten. Die Frontplatte, die ist im Prinzip butterweich, kommt jeder durch. Und natürlich die Kommandantenkuppel ist auch ein Weak Spot, aber da ist natürlich immer nicht so einfach drauf zu schießen. Die Kanone selber, geiler Alpha, denn die hat 400 Schaden bei 248 Durchschlag und sogar 297 mit Premium. Also das ist richtig, richtig dick. Manche spielen ihn sogar auch eher so ein bisschen eher wie einen TD, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als sinnig erachte, sondern man sollte einfach so versuchen, die Gun Impression mit der so zu arbeiten, dass man einfach den Turm an die Front schickt, sage ich mal, oder einfach versuchen, die Frontwanne zu verstecken. Und dann kann man mit der Kanone nämlich richtig viel und schönen Unsinn machen. Schauen wir mal, was er hier macht. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, sehr sinnig. Wenn er da jetzt hochfährt, kann er genau das machen, was ich meinte. Denn mit dem Turm da arbeiten. Und es ist genau so, der T-32 ist hier zu beschießen. Kommt hier schön vorne drauf und direkt mal die 421 Schaden angebracht. Noch ein bisschen weiter am Vormarsch. Und auch da den E5 sofort eine verpasst, sodass er da jetzt auch getrackt war. Ich kann nur aber bei der Kanone empfehlen, einzuaimen. Also nicht jetzt irgendwie noch, oh ja, da ist fehlen noch 2 mm, aber schieß mal, sondern aimt komplett ein. Dann geht's auch ganz gut. Wenn ihr aber irgendwie meint, ihr habt jetzt hier einen Snapshot-Gott, das ist es definitiv nicht. Der Garde will das schon weg. Auf die Distanz, da kann man natürlich auch mal so schießen aus der Fahrt, denn so nah wie er dran ist, muss man schon wirklich hart vorbeischießen, dass das nicht funktioniert. An den FCM kommt er jetzt von hinten ran. Der hat da schon ein bisschen auf ihn gewartet und auch da kriegt er sofort eine. Jetzt wird der FCM eingekastelt vom VK und von ihm. Der will es natürlich noch abhauen, aber den lässt er jetzt nicht weg. Bleibt jetzt sofort hinten dran. Und der FCM muss hier einen kaputten Motor gehabt haben, denn die Geschwindigkeit war jetzt nicht wirklich wahnsinnig schnell. T-34, der wartet da oben. Und da denkt er sich, ja, vielleicht ist seitlich nicht so ganz geil, weil der Tiger würde seitlich dann immer seinen Turm reinbekommen. Und der T-34 eben seinen Panzer. So, schnell auf den Tiger. Aber auch er macht es hier gut. Hat hier relativ lang gewartet mit dem Einaimen. Oh, jetzt hat ihn der Ferdinand da getroffen. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber es ist halt eng. Und da hat er jetzt gut gewartet. Schön aufs Laufrad vorne draufgehalten und den Tiger zweimal rausgewemst. Da hinten jetzt noch ein T-28. Wie gesagt, 3-8er Gefecht ja hier. Also es gibt hier jetzt in Anführungszeichen keine guten und keine schlechten Tierstufen, sondern er muss sich mit allem konfrontieren, was auf seiner Stufe sich befindet. So, und dann sieht er wieder die lange Ein-Aim-Zeit. Jetzt hat er das durch. Und dann kann er aber mit seinem Durchschlag natürlich dem T-28 gehörig schaden. Die Badget seitlich da jetzt auch mal, diese Schellen sind halt geil. Man sieht zwar, er hat bisher mit seinen Rolls nicht so viel Glück gehabt, sehr häufig unter 400 geblieben, aber der letzte auf die Badge hat 461 und solche machen halt Spaß mit einem Heavy Tank, auch wenn der jetzt gerade mal nicht funktioniert hat.
So der T34. Aber da reicht die Gun-Impression gerade nicht aus. Da muss er recht weit vorfahren und bekommt ihn zeitlich rein und da nimmt er ihn jetzt raus. Badgett rechts neben ihm, auf die muss er noch aufpassen. Und ein T28 nach wie vor da von vorne. So, jetzt will er aber die Badgett. Ah, meine Fresse, er verzieht auch noch. Schießt er daneben. Das sollte natürlich nicht passieren. Badgett hat sich da jetzt gut vergraben. Die kann aber eigentlich auch kaum mehr da irgendwas machen in der Position. Und es kommt auf den Turm drauf. Und ja, natürlich ist das easy peasy, da den Kill zu machen. Der T28, der hat ihn weiterhin hier im Fokus und da muss er aufpassen, denn so viel Hitpoints hat er nicht mehr und jetzt auch noch der T25-Pilot von vorne. Jetzt wurde auch noch sein Ferdinand-Mate rausgenommen, aber wie gesagt, hier vorsichtig bleiben. Sein Hitpoint-Pool ist nicht mehr wirklich geschmeidig, aber den T25-Pilot nochmal eingedeckt. Jetzt nur noch der T28 da am Leben. Kommt seitlich da nicht drauf. Der befindet sich noch hinter dem Steiner. Der fährt extra zurück. Wie lieb von ihm, aber doch nicht. Oder doch? Jetzt kommt fahren ein Stück. Fahr ein Stück. Jo. Schieß. Und er trifft ihn. Sehr schön. 4621 Schaden in 6 Minuten und 40 mit 1488 Baserfahrung und dafür gab es 133.000 Credits raus. Ob der Panzer jetzt was für euch ist oder nicht, hat vielleicht das Replay mal wieder ein bisschen besser gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.